Wunderschönen guten Abend. Liebe Motorsportfreunde, heute hier wieder bei DP Motorsport Formel SF19 Cup in Belgien. Spa-Francorchamps. Heute in Regen. Und wir haben technische Probleme gehabt, auch mit der Lobby. Deswegen ein verspäteter Start heute. Jetzt scheint wieder alles zu laufen. Und wir gehen mit euch in die Live-Szene. Und da haben wir schon den Doily am Start. Ah, okay. Na, wieso geht das jetzt wieder nicht? Ja. So. Jetzt müssen wir mal wieder alles einstellen, weil hier nichts funktioniert hat gerade. Ich hoffe, man versteht mich gut. So. Na, gucken wir mal, wen wir alles am Start haben heute. Hier in Belgien haben wir den Holzhauer auf der 1. Dann der Schubi auf der 2. Kevin Arthur auf der 3. Axel Eiling. Der Schubi und der Doily. 5 Fahrer am Start. Fahrer sind noch im freien Fahren. Und das Qualifying beginnt um 21.20 Uhr. Und dann hoffen wir, dass hier noch ein paar Fahrer dazukommen, weil momentan sieht es nicht so aus. Wir haben hier gerade mal 5 Fahrer am Start. Ist so ein bisschen wenig momentan. Und da fahren wir mal eine Runde hier mit dem Holzhauer über den Kurs von Spa. Heute das Regenrennen dieser Super Formula Meisterschaft. Er hat hier Intermediate jetzt drauf. In der Box holt sich auch Intermediates. Die Schikane vor Start und Ziel. Und da haut er hier noch mal eine neue schnellste Runde raus mit der 2:13.777. Mal auf den Axel. Auch auf Intermediates unterwegs. Seine schnellste Runde momentan ist 2:18 und geht hier erstmal ins Grün. Dann haben wir den Doily. Hat Regenreifen drauf.
hat hier noch mit den Witterungsbedingungen zu kämpfen. Seine momentan beste Runde eine 2:23.668. Noch 5 Minuten und dann startet das 5-minütige Qualifying. Arena Racer hatte sich abgemeldet gehabt. Er trainiert für die NEC heute. Aber es waren mal 10 Fahrer. Hier am Start ist ein bisschen wenig. Jubi. Quasi nur das Team vom Holzhauer ist komplett. Holzhauer und Kevinato. Das Team von Imbissbude. Der Teamkollege von Doily fehlt. Der Teamkollege vom Schubi fehlt. Und vom Alex. Der fehlt auch. Alex hat sich jetzt auch, Axel hat sich jetzt auch Regenreifen geholt. So. Das ist richtig, der Doily schreibt gerade, es kam nur eine Absage und das war die vom Arena Racer. Der hat sich offiziell abgemeldet gehabt, aber der Rest, keine Ahnung. Und die Quali startet. So, Quali hat begonnen. Holzhauer, Kevin Adler gehen hier mit Intermediates rauf. Doily und der Axel gehen auf Regenreifen auf die Strecke. Und Schubi ebenfalls auf Intermediates ins Qualifying. Sauer mal auf Abwägen. Und Servus Tanja, grüße dich. Herzlich willkommen hier im Stream und im Chat. Mal den großen Bogen genommen über den Asphalt. Ja, ist nicht so einfach,
die Formula-Poliden hier im Regen zu beherrschen. Da geht der Axel vorbei am Dulli. Und da dreht sich der Dulli nochmal auf der Strecke. Auf der 4. Schubi ist vorbei. Holzhauer auch mit dem Quersteher hier. Und dann haben wir den Dulli. Stimmt, der KC hat ja vorher die Lobby aufgehabt, da ist aber kaum einer reingekommen. Der ist jetzt aber auch nicht hier reingekommen in die Lobby. So. Die erste Zeit hat der Kevin hier gefahren mit einer 2.18, war aber die Boxenunzeit und jetzt geht er hier auch erstmal ins Grün. Ist somit die Runde auch für ein AA. Eine Minute haben die Fahrer noch, um über die Ziellinie zu kommen, um dann noch eine schnelle Runde dran zu hängen. Über die Startziellinie, kann noch eine Runde fahren, hat hier eine 2.18, 2.49 momentan auf der 1. Jetzt kommt der Axel, haut hier eine 2.18, 0.32 raus, dann kommt der Holzhauer 2.15, 4.19, Schubi 2.15, 4.19 und der Dulli 2.17, 3.75 momentan der zweite Platz. Dulli kann hier aber noch eine schnelle Runde fahren. Aber das wird ihm hier reicher, er fährt es langsamer, hat Gas rausgenommen. Holzhauer versucht hier nochmal sich zu verbessern. Was macht Kevin? Kevin ist hier auch noch auf einer schnellen Runde. Mal schauen, ob der Kevin hier seinen Teamkollegen noch von der Pole vertreiben kann. Sagt beide Fahrer auf Intermediates unterwegs. Dulli und Schubi. Ne, Dulli und Axel auf Regenreifen. Und Schubi ebenfalls auf Intermediates.
leichter Quersteher. Und hat hier den Holzhauer auf die 2 verwiesen. Auf der 2, Loili auf der 3, Axel auf der 4 und der Schubi auf Startplatz Nummer 5 und das Rennen startet. Rennen geschehen ist eine halbe Stunde und Arena Racer, Servus, grüße dich hier, willkommen Chat. Schade, dass du nicht mitfahren konntest, aber du siehst, es sind nur 5 Fahrer am Start. So, alle Fahrer kommen hier gut weg und der Loili geht hier gleich mal auf die 1 vor. Kevin Nader hat hier ein Schlag gleich gehabt am Start. Wie gesagt, der Loili hier auf Regenreifen. Dann der Axel ebenfalls auf Regenreifen. Aber dann kommt schon Holzhauer. Geht jetzt hier vorbei mit seinen Intermediates. Aber der Axel verteidigt hier seine Position. Aber den Schubi verteidigt hier auch seine Position gegen den Kevin. So, wir gehen noch mal kurz raus, wieder rein und gehen noch mal in den Start. Aus der Position vom Schubi. Kämpft sich gleich auf den 2. Platz vor, verbremst sich hier dann aber. Und somit kann der Axel wieder vorbeigehen, ebenso der Holzhauer. Und der Loili nach wie vor auf der 1. Wir gehen in die Hauptkamera. Holzhauer auf der 2. Axel sehr weit rausgekommen. Kevin geht vorbei hier am Axel. Gehen wir mal in die Wiederholung. Hat er hier Probleme in der Schikane, verbremst sich hier, kommt zu weit raus. Und da geht er. Kevin, vorbei. Loili nach wie vor auf der 1, gefolgt vom Holzhauer. Loili jetzt auf Bestzeitkurs im ersten Sektor, Kurve. Leichter Drift aus der Kurve. Ja, die Intermediates sind teilweise schneller an manchen Stellen, aber auch gefährlicher. Und jetzt greift er hier den Loili an.
außenrum und verbremst sich da wieder. Auf den Körb gekommen, sich verbremst. Und das kostet natürlich dem Holzhauer hier jede Menge Zeit. Ihr seht, er kommt hier an den Deule richtig ran, geht vorbei, aber verbremst sich dann, kommt hier auf den Körb ins Grün und muss hier leider wieder zurückstecken. Jetzt ist auch der Kevin noch vorbei am Teamkollege, aber die zwei fighten hier natürlich um die Plätze. Da hat sich der Kevin verbremst und Holzhauer geht wieder vorbei. Alles nicht so einfach und der Axel ist auch noch dran. Und der Schubi auf der 5, auch auf Intermediates unterwegs. Olli, 2,2 Sekunden im Vorlauf. Schubi an der Box, holt sich wahrscheinlich Regenreifen. Aber auch mit den Regenreifen etwas stabilere Performance haben hier im Regen ins Bar. Ja, Holzhauer hier wieder auf Abwägen. Und der Axel ebenfalls hier vorbei am Holzhauer. Mal aus der Cockpit-Perspektive und da dreht er sich weg, kommt hier aufs Grün und dann ins Kiesbett und das kostet natürlich jede Menge Zeit. Da ist der Holzhauer jetzt bis auf den 4. Platz zurückgefallen durch den Ausritt und der Doily 4,7 Sekunden Vorsprung. Er hat hier eine klasse Performance im Regen in Spa. Hat vor jetzt in der zweiten Runde die schnellste Runde mit einer 2:16.696. Ja, den Kevin. Der Axel. Und Holzhauer direkt dahinter. Jetzt wieder ein bisschen rangekommen an den Doily. Hat hier auch die schnellste Runde mit einer 2:13.898. Axel, wieder mal auf der 3. Aber der Holzhauer. Ja, wittert hier seine Chance und versucht jetzt natürlich hier auch am Axel vorbeizugehen. Oh, leichter Quersteher. Und da ist er vorbei. Am Axel.
Jubi war an der Box, hat auf Regenreifen gewechselt. Hat hier aber immer noch ein bisschen zu kämpfen mit der Strecke und mit den Witterungsbedingungen. Der Doyle hat hier nochmal seine Runde verbessert, aber der Kevin ist dran. Minuten sind gefahren, noch 20 Minuten. Wir gehen wieder auf die Hauptkamera. Kevin noch eine Sekunde hinter dem Doyle. Holzhauer auf 3, der Axel auf der 4 und Schubi auf der 5. Wir bleiben natürlich auf dem Duell hier vorne an der Spitze. Reifen gegen Intermediates. Jetzt geht's in Eau Rouge rein. Und der Doyle verteidigt hier tapfer seinen ersten Platz. Holzhauer. Neueste schnellste Runde mit einer 2:12. 8:88. Dann gucken wir nochmal schnell, wo der Holzhauer ist. 9 Sekunden hinterm Teamkollege und fast 7 Sekunden vor dem Axel. Und der Schubi dreht hier auch seine Runden. Doyle nach wie vor auf der 1. Verteidigt hier natürlich seinen ersten Platz. Kann hier natürlich mit den Regenreifen gut gegenhalten. Boah, das war knapp und da kommt der Angriff vom Kevin, aber steckt hier nochmal zurück. Den Angriffsversuch vom Kevin.
Oder der erneute Angriff. Ist dann jetzt auf der Innenbahn. Aber der Dolly auf der anderen Seite jetzt in der Kurve innen. Aber jetzt ist der Kevin vorbei. Und der Kevin setzt sich gleich mal ein bisschen ab. Holzhauer 7 Sekunden dahinter. Dann haben wir den Axel auf 4. Und der Schubi auf Platz Nummer 5. Noch 14 Minuten. Ein Boxenstopp wird auf jeden Fall gemacht werden. Schubi war ja an der Box, der muss nicht mehr. Der wird wohl hier jetzt durchfahren. Mit seinen Regenreifen. Oh, da ist er abgehoben. Ein fliegendes Formelauto in der Kurve. Abnehmen wir doch nochmal hier in die Wiederholung. Und da hebt er über die Pünnebis ab. Auf der 1 jetzt mit 1,5 Sekunden vor dem Doily. Oh, da sind die Funken geflogen bei Doily. Quersteher, aber kann das Auto hier gut abfangen. Und Kevin an der Box und Doily geht auch an die Box. Und so mit Holzhauer vorbei. Auf die 1. Wie viele Runden? Wir haben jetzt noch 10 Minuten. 9 Runden sind gefahren. Also würde ich mal sagen, so summa summarum haben wir hier 15 bis 16 Runden insgesamt. Müssen die Fahrer natürlich selber kurz rechnen, wie sie mit dem Sprit haushalten für die letzten 10 Minuten. Werden circa 4 Runden sein, schätze ich mal. Doily geht raus hinter dem Schubi und der Kevin dahinter, und somit hat sich der Doily hier wieder den Kevin geschnappt in der Box.
Und Schubi macht jetzt hier Platz für den Doily. Jetzt lässt er ihn vorbei. Und den Kevin lässt er hier auch vorbei. Kevin setzt weiter auf Intermediates und kommt hier auch wieder ein bisschen sehr weit raus. Doily ist bei den Regenreifen geblieben. Holzhauer an der Box. Bin mal gespannt. Oh, Doily hier auch wieder einen Quersteher gehabt. Ein bisschen über die Grasnarbe gekommen. Tankt Holzhauer auf. Holzhauer kommt aus der Box. Hat hier durch den verspäteten Boxenstopp, durch sein Overcut hier die Führung behalten. Aber setzt auch weiter auf Intermediates. Dann der Doily und dahinter der Kevin. ...46 Sekunden dahinter der Axel. Und danach der Schubi. 8 Minuten haben wir noch zu fahren. Bei einer guten Rundzeit von ca. 2 Minuten 20 heißt das noch gute 4 Runden und dann erreichen die Fahrer das Ziel.
der Zweikampf aus verschiedenen Kameraperspektiven. Und da geht er wieder vorbei am Doily. Aber kann der Doily jetzt hier nochmal kontern? Noch 4 Minuten zu fahren, das heißt noch 2 Runden. Wieder auf den Holzhauer, wo er im unruhigen Auto zu kämpfen hat. Letzte Runde, schnellste Runde mit einer 2:12, 4:13. Oh, da dreht er sich der Holzhauer. Ei. Und Doily natürlich kann davon profitieren und geht vorbei. Wir holen uns das nochmal in die Kameraperspektive der. Da kommt er auf den Körb und knallt in die Begrenzung und er geht Doily. Bye-bye. Holzhauer 11 Sekunden Vorsprung. Noch 1 Minute 30 zu fahren. Doily auf der 2. Hat hier vom Dreher, vom Kevin profitieren können. Schauen wir mal, dass er hier den Vorsprung bis ins Ziel halten kann. Aber das wird schwierig. Holzhauer. 42 Sekunden noch, bis die Zeit abläuft. Kommt er vorher noch über die Ziellinie? Die Zeit läuft gnadenlos runter, 26 Sekunden noch.
12 Sekunden Vorsprung. Ja, da gibt es noch eine Runde. Eine Runde, erst auf der letzten Runde hier die schnellste Runde mit 2,12, 6, 8, 6. Und der Kevin schiebt hier den Doily an. Kevin geht hier als Zweiter durchs Ziel und der Doily als Dritter. Ah, hat er den Doily doch noch geknackt auf der Ziellinie. Herzlichen Glückwunsch an den zweiten und dritten Platz. Dann kommt der Axel auf Platz 4. Der Schubi ist noch davor. Geht aber als Fünfter da eine Runde hinter Axel zurück. Dann bleiben wir auf dem Schubi und gehen mit ihm gemeinsam durch das Ziel. Hat hier noch einen kleinen Ausrück. Und da kommt er. Jawohl, da geht er durchs Ziel, der Schubi. Herzlichen Glückwunsch. Und da kommt der Axel auch hier. Herzlichen Glückwunsch für Platz Nummer 4. Noch eine Minute 50. Wir gehen auf Holzhauer und fahren die Restzeit mit ihm hier. Am besten in der Cockpit-Perspektive ins Ziel. Genießen hier die letzten Meter mit dem Holzhauer. Und da natürlich auch jetzt Glückwunsch hier an den Holzhammer. Dreht's Auto vor der Ziellinie nochmal weg. Macht hier noch einen Donut. Lässt hier die Zeit noch ein bisschen runterlaufen. Und da geht er ins Ziel. Herzlichen Glückwunsch zu Platz Nummer 1 für den Holzhauer, für Platz Nummer 2 für Kevin, für Platz Nummer 3 dem Doily, Platz Nummer 4 an den Axel und Platz Nummer 5 an den Schubi. Schade, dass nur 5 Fahrer heute am Start waren. Aber war trotzdem ein spannendes Rennen. Actionreiche 10 dabei gewesen. Hat natürlich wieder Spaß gemacht. Dazu hoffen, dass im nächsten Rennen mehr Fahrer am Start sind. Hier habt ihr nochmal den aktuellen Ergebnisstand. Holzhauer, wie gesagt, auf der 1. Kevin hat hier noch den Doily kassiert. Ihr seht es in der Endzeit 30,265 zu 30,2599. War quasi auch wieder ein Fotofinish. Dann der Axel, wie gesagt, auf der 4 und Schubi auf Platz Nummer 5. So, liebe Zuschauer, das war Rennen Nummer 3. Der große Preis von Belgien in Spa-Francorchamps bei Regen. Das nächste Rennen ist am 19.05. wieder Mittwoch, 21 Uhr. Dann der große Preis von Brasilien in Interlagos. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum 19.05. beim großen Preis von Brasilien. Und ich hoffe, dass dann wieder ein paar mehr Fahrer mit am Start sind. Bis dahin sage ich ciao, eine schöne Woche. Euer Iceman und ich bin raus. Tschüss.